Ja, da wird sich die Göttin schon drum gekümmert haben, denke ich. Ihr habt ein Götterwunder erlebt, bei dem Legionäre sich in Bäume verwandelt haben? Wo haben wir euch davon noch nicht erzählt? Nun, es fing alles an einem warmen Sommermorgen in Fasar. Ja, du willst gerade die Geschichte erzählen, wie du in Fasar dann aufgebrochen bist nach Kuntium. Da kannst du erkennen, wie wohl auf dem Hauptdeck unter dir, da liegt wohl so eine kleine Pfütze durch die Gischt aufgewirbelt, die ihr dann natürlich erzeugt habt. Und während du eigentlich erzählen willst, kannst du sehen, wie sich die wohl vor deinen Augen in Öl verwandelt und schwarze Schlieren bekommt. So standen wir da und ja, wir waren in der Arena. Ja, dann was ist denn? Seht euch das an. Aramir, sieh mal. Nun, ein kreatives Phänomen. Liegt das hier auch an der See? Nun ja, ich hatte etwas ähnliches Schleimer gesehen. Allerdings waren wir dort auf einer Arche. Ich schau mal über die Bordwand. Ist das Wasser draußen ähnlich? Nein, das Wasser ist so, wie es aussehen muss. Und würdest du das Wetterphänomen jetzt nicht haben, würdest du sagen, man könnte eben in ganz normalem Gewässer in der Perlensee fahren, durch den blutigen See. Und wenn du wieder zurückschaust, kannst du in der schwarzen Ölpfütze erkennen, wie du wohl einen Tentakel daraus hervorpeitscht. Alle anderen können das nicht erkennen. Ja, stolpert einen an einem Schritt zurück irgendwie in Abelmeer rein, den auffangen muss, damit die nicht beide über die Bordwand stolpern. Was ist denn? Was? Habt ihr es nicht gesehen? Mir war, als würde ein Dämon aus dieser Pfütze entspringen. Bin ich der Einzige, der es gesehen hat? Aus der? Es ist eine ölige Pfütze, nicht schön, aber... Ich habe nichts gesehen, aber Abelmir, du bist hier doch... Boltax, ihr seid doch Magier. Ja, aber warte, ich schau mir die Pfütze einmal an. Schau mal Jalan genau in die Augen. Wir sollten uns erstmal davon fernhalten. Ich lasse mir Zeit und wirke einen Odem Arcanum auf die Pfütze. Ja, ich würde mich in der Zeit verteidigen vor Boltax stellen, weil ich ja weiß, dass er sich nicht verteidigen kann. Gamin hält die Katze fest und streichelt ihr energisch den Kopf. Nein, Janus, du wirst nicht dahin gehen und es dir ansehen. Oh, das ist dämonisch, aber alt. Sehr alt. Zumindest sehe ich keine Geister. Oder? Ich sehe nichts, was auf einen Geist hindeutet. Kein Merkmal Geisterwesen oder etwas in der Art. Nun, jedenfalls, Abelmir, ja, dann friemelt irgendwie gerade an deiner Westentasche rum, schau dir die Uhr, die du mit dir herumträgst. Ich denke, ich werde lange genug im Dienst. Ich werde mich ein wenig hinsetzen, ja? Ihr kommt zurecht? Natürlich. Meine Uhr bitte. Ja, natürlich. Hier. Gib dir die Uhr wieder. Zögernd. Und geht dann leicht wankend von dann. Boltax, vielleicht sollte ihm etwas Citabar verabreichen, um seine Nerven zu beruhigen. Ist eine gute Idee. Ich gehe mal mit ihm sprechen, gebe ihm etwas Citabar und dann kann er mir bei meiner Arbeit zugucken. Ich wollte ja noch dieses Collier fertigstellen. Jalan, warte. Komm doch einmal in die Kapitänshöhle mit. Komm. Da wollte ich gerade hingehen, Voltax. Ja, wunderbar. Dann kannst du mir Gesellschaft leisten, während ich hier ein Collier herstelle. Hier. Magst du was hiervon? Ja, das ist gut für dich. Ja, ich würde ihm etwas Zitterbar geben. Nimm doch. Kaut man Zitterbar? Man raucht. Zitterbar raucht man und es macht Halluzinationen, aber nur, wenn Musik dazu gespielt wird. Vielleicht gibst du ihm lieber Ilmenblatt. Ich weiß nicht, ob Jalan das weiß. Ich glaube, er hält es einfach nur für Ilmenblatt und raucht es trotzdem. Ich habe die Anweisung bekommen, ihm Zitterbar zu geben, deshalb gebe ich ihm Zitterbar. Er wird dich so etwa 5-10 Minuten in Anspruch nehmen und irgendwie mit dir zusammen, ihr da war, dann bin ich dann rumfriemeln, die Hängematte irgendwie anbringen da, denn er zieht ja wahr bei mir an, wenn ich noch Kajüten haben. Und dann nicht schlafen können, denke ich. Boltax ist ein ziemlich Quasselstriff, aber doch irgendwie dankbar dafür sein oder nonverbal dankbar dafür sein, dass er hier ist und er gerade nicht alleine in dieser Kajüte rumhängen muss. Ja, ich würfel einfach mal schnell zwei Proben, einmal auf Juwelier und einmal auf Feuersteinbearbeitung, um die
Sache herzustellen. Ja. Ich würde mir irgendwie 4 Punkte Erschöpfung aufschreiben, aber ist sowieso egal. Ja, du versuchst dich so ein bisschen hinzulegen. Wohl nach der Schiffsglocke hast du noch 2 Stunden, die du dich hinlegen kannst. Auch wenn du dich jetzt 1 Uhr nicht an die Wachen halten musst, sondern da noch irgendwelche anderen Imbittellen dann hinschicken kannst. Aber ja, mittlerweile, Boltax fängt an zu schleifen und zu polieren und dieses Kratzen in deinen Ohren regt dich doch maßgeblich auf. Und ja, erinnert dich vielleicht auch so ein bisschen an die Tiefe der See, auch wenn es anders kratzt. Aber es könnte sein, als ob irgendwelche Hörner an der Unterseite deines Schiffes entlang kratzen. Aber es ist nur Boltax, der da irgendwelche Edelsteine schleift und Quint Fetre zurecht schnitzt. Ich habe ihn trotzdem lieber hier. Vor allem mit dem Bittrüllstein. Meerküste am tobrischen Strand sind Piraten im Wasser und manchmal im Land. Und Boltax singt, während er da am Arbeiten ist. Ja, Diamantes tritt noch einmal an Abelmeer ran. Kapitän. Ja? Eine erfreuliche Sache noch, die ich vergaß, euch mitzuteilen. Meine versprochene Rascha war so großherzig und hat uns 2000 Dukaten zur Verfügung gestellt, um das Schiff weiter auszubessern. Fantastisch. Habt ihr sie dabei? Die nötigen Papiere? Ja, die habe ich. Sehr schön. Übergibt sie dem Zahlmeister. Guter Mann. Klopft ihr mal auf die Schulter. So liebe ich meine Männer. Nun, eine solche Unternehmung muss entsprechend finanziert werden. In der Tat. Die Leute denken immer nur ans Geld ausgeben, ans Geld ausgeben. Niemand denkt dran, Geld zu verdienen. Ihr gefällt mir, Diamantes. Die Kassen bisher stehen noch gut. Nun ja, es ist noch ausreichend für ein paar Wochen. Aber wir müssen uns Gedanken machen. Wir sollten uns überlegen, ob wir nicht aus Langkeit was hinauspressen können. Vielleicht können wir etwas verkaufen. Titel verkaufen, keine Ahnung. Abelmir, ich glaube, aus Janka ist nicht mehr viel herauszupressen. Ach, seid nicht so negativ. Wer weiß. Wir müssen Geld beschaffen. Um den Tempel dort wieder aufzubauen. Kapitän Jamorenes, ihr werdet euren Geschichten wirklich nicht gerecht. Obwohl ich mittlerweile ein Fünkchen Wahrheit in denen erkennen kann. Welche Geschichten? Nun, viele, die sich um euch drehen. In der Perle seid ihr der Schwarzmagier, der einst weiß war und Galata getötet hat, weil er nicht schwarz genug war. Nun, das Gerüchte, wie gesagt. Gerüchte. Gerüchte verbreiten nicht schneller als die Wahrheit, in der Tat. Ja, da hat aber mir schon Erfahrung mitgemacht und das war gar nicht schön. Aber ihr sagt Geschichten, der Plural. Was gibt es noch von mir? Ich bin immer neugierig, was so über mich erzählt wird. Ihr solltet auch mal vor Gericht gestanden haben, weil ihr ein Waisenhaus angezündet hattet. Das ist eine Unterstellung, eine Unverschämtheit. Ich habe niemals ein Waisenhaus angezündet. Nun, das dachte ich mir auch. Ein Held, der so viel bewirkt hat, ein Waisenhaus. Ja, das waren Gräume, das sind keine Waisen. Gräume kann man immer anzünden. Man tut da nichts Falsches bei. Diese Geschichten, sie werden mir ewig nachhängen. Aber wo wir gerade von Erinnerung sprechen. Abelmir, ich habe eine persönliche Frage. Vielleicht sollten wir unter Deck gehen. In eurer Kabine? Ja, meine Kabine ist euch vielleicht etwas zu zerstört. Nun, dann nehmen wir Boltax Kabine. Die ist sozusagen noch leer jetzt gerade. Ja, können wir machen. Herr Steuermann, ihr habt das Kommando. Jawohl, Kapitän. Oh, und zwar, ich wollte euch einmal fragen, es klingt jetzt seltsam, aber hört mir einfach zu. Was ist eure früheste Erinnerung, also wie alt seid ihr da? Das ist wirklich eine seltsame Frage. Warum fragt ihr mich das jetzt?
Ich war doch dabei, Diamantes hat doch von seinem Vater erzählt. Richtig? Ja. In seiner kleinen Farm. Da habe ich überlegt, was meine Eltern heute wohl so machen. Und ich weiß es nicht. Also, jetzt wollt ihr wissen, was meine Eltern machen? Ja, nein. Alles vor meinem 9. oder 10. Lebensjahr, ich bin nicht sicher, ist einfach weg. Nun, manchmal. Und jetzt wollte ich euch fragen, an was ihr euch als erstes erinnert. Vielleicht ist das ja normal, aber es schien mir seltsam. Nun, Raffi, manchmal ist es von Vorteil, nicht zu wissen, was in der Vergangenheit lag. Manche Ereignisse und Geschehnisse sind so stark, dass man sie vergessen will. Habt ihr einmal mit dem Boron-Geweihten geredet darüber? Nein, ich wollte euch jetzt mal fragen. Außerdem, das war mir auch irgendwie ein bisschen peinlich. Ne? Also, die kann doch nicht direkt zum Boron-Geweihten rennen. Wie sieht denn das aus? Nun, ihr müsst stillschweigen über das bewahren, was ihr ihm erzählt, wenn ihr ihn dazu verpflichtet. Ja, aber Abelmir, ich komme aus Alanfa. Da so eine oder andere Münze hat schon so manche Zunge locker gemacht. Da könnt ihr mir glauben. Nun, wenn ich euch etwas aus meiner Vergangenheit erzähle, wie hilft euch das? Naja, also es ging mir eigentlich darum, ob ich wissen wollte, ob 9 oder 10 Jahre, ob das normal ist. Nein, es ist nicht normal. Ich glaube, meine erste Erinnerung, da muss ich so ein kleiner Stupsel gewesen sein, von 3, 4 Jahren. Scheiße, das habe ich auch irgendwie vermutet. Ja, ich spreche mal mit dem Boron-Geweihten, aber danke. Danke. Es gibt Möglichkeiten, diese Erinnerung wieder hervorzuholen, wisst ihr das? Das war mir nicht bewusst. Es ist die Frage, ob ihr das wirklich wollt. Ihr müsst euch darüber klar sein, dass diese Geschehnisse und Ereignisse aus eurer Vergangenheit euch vielleicht, nun ja, zutiefst verstören würden. Na, jetzt seid ihr aber aufbauend. Nun, ja. ich wollte euch die Wahrheit erzählen. Ihr seid ein Freund, ein Bruder. Ja, ihr habt ja recht. Heute gibt's viele Wahrheiten für mich. Wie gesagt, ihr solltet euch das sehr, sehr gründlich überlegen. Ja. Komm, gehen wir wieder auf Deck. Nicht, dass die nur irgendeinen Scheiß machen. Jarland ist ja auch am Schlafen. Und Gerüchte entstehen. Ihr könnt es tatsächlich aus der Kapitänskajüte lautstark und sehr schief von allen Beteiligten singen hören. Oh Gott, was ist dort wieder los? Oh, Boltox wird besser, ihr hättet ihn mal in den Bergen erleben müssen, da war er noch. Also, das war nicht mal eine Tonleiter, das sah ich euch. Ich glaube, Zitabar bekommt ihm nicht. Ja, ich höre auch gar keine Flöte. Gibt Piraten im Wasser und manchmal an Land. Oh Gott. Das ist die Liebe der Matrosen. Auf die Dauer, lieber Schatz, ist mein erster Ankerplatz. Es blühen an allen Küsten Rosen. Und für jede gibt es tausendfach Ersatz. Dann pausiert er kurz. Ihr könnt noch leise hören. Sagt das meiner Frau nicht. Nein. Die Stunde geht. Kommt aber mit mir. Und ihr könnt an Farukant und Ras Abris vorbeifahren, bis dann der Himmel sich gen Abend neigt und ihr tatsächlich, so wie es Aviander prophezeit hat, nach grob 13 Stunden der Seereise, die den Matrosen sichtlich in den Knochen hängt, Yazair Rabat erreichen. Ein Hafen, der in den letzten paar Jahren stark ausgebaut worden ist und vielleicht so etwas wie das oronische Perenefurten ist. Denn nachdem ja nicht nur El Burum, sondern auch Janka von den Schrecknissen heimgesucht worden ist, hat man hier tatsächlich dann einen neuen Hafen anlegen müssen. So hat sich die Großfamilie der Al-Manachi doch in den letzten paar Jahren sehr hervorgetan und hier aus dem Nichts heraus dann einen Hochseehafen aus dem Boden gestampft. Ihr könnt hineinfahren und könnt dann nach und nach anlegen. Ja, dann brauche ich mal wieder eine... Wollt ihr Steuermann befehligen oder soll das dann eben die Mannschaft erledigen? Wäre natürlich auch möglich. Mittlerweile habt ihr ja alles, was ihr braucht.
Haben wir immer noch Wetterkapriolen wie sonst nichts? Ja, ihr seid definitiv weiter in der blutigen See und das hat sich tatsächlich sogar noch mehr zugezogen. Also die Wetterumschwünge haben sich stark vermehrt. Wenn man ihn gerufen hat, ich weiß nicht, wenn es irgendwie von oben rief, Landensicht, wird Jalan jetzt zumindest nervös hinter dem Steuermann an der Reding stehen, bereit da irgendwie reinzuspringen, falls ihn das Ruder abhaut. Ja, also auf alle Fälle wird man dann nach und nach die Segel wieder aus dem Wind nehmen, sodass man dann auf alle Fälle genug Spielraum hat und dann eben nicht mit Sturm direkt in den Hafen hineinfährt. Das macht natürlich keinen Sinn und je näher ihr dem Hafen kommt, desto weniger Segel wird es geben und dann könnt ihr mit sehr wenig Geschwindigkeit in den Hafen einlaufen. Müsst ihr noch ein bisschen kämpfen gegen die Wellen, die sich dann durch den Sturm so ein bisschen aufgebaut haben. Aber weiterhin ist es noch klar, also keine Wolken. Aber wie gesagt, jetzt zieht sich der Himmel zu und das Praios mal verschwindet, das Marder mal taucht auf. So schreiben wir dann Ende des 24. Praios und ihr könnt Yazira Bat erreichen. Nun, ich will nicht sagen, dass diese Reise ereignisfrei war, aber wir hätten Schlimmeres haben können. Ja, da habt ihr recht. Geht's euch jetzt wieder besser? Ja, ja. Voltax war sehr aufwandend in der Gesellschaft. Und Gonnach war da. Nun, ich denke, wir werden uns die Nacht über... Gonnach ist immer da. Gonnach ist immer da. Da ist er. Da unten ist er. Da ist Gonnach. Ich denke, wir werden uns die Nacht über in Yazira Bat umtun und dann morgen in aller Früh aufbrechen. Die Mannschaft kann dann heute einmal Landgang haben und Alfa kann sie sich morgen vorknüpfen. Ja, Hasswolf tritt auf euch zu und so steht ihr dann gemeinsam mit Hasswolf wohl auf dem Achterdeck, während andere Matrosen Segel zusammenlegen, falten, irgendwelche Taue, die wieder zusammengerollt werden und der Anker, der mittlerweile im Hafenbecken versunken wird. Nun gut. Hasswolf, du kommst zurecht. Abenteuer. Hervorragend. Lass ein wenig frisches Wasser aufnehmen und dann könnt ihr euch auf den Weg machen. 10 Meilen vor Janka selbst bleiben und warte dann. Es dauert natürlich einige Zeit, bis wir dann da sind, aber wir werden eure Zeichen erkennen. Nun, ihr werdet müssen vor uns da sein. Wir werden etwa schätzungsweise 1-2 Tage brauchen, bis wir Janka. Nun, das auf alle Fälle, aber wir warten. Gut. Ihr seid für das Schiff verantwortlich. So verstanden, Kapitän. Und lasst es heilen. Mit dem Schiffer besser umgehen als ihr. In der Tat. Trotzdem lasst es sein. Ich denke, was sagt Captain? Verzeiht. Und bringt niemanden um. Warum soll ich jemanden umbringen? Nun, manchmal ist es notwendig, etwas Disziplin zu verbreiten. Das mache ich mit der Peitsche. Guter Mann. Jedem auf seine Art. Ich denke jedenfalls, worauf der Captain hinaus wollte, ist, nicht nur der Malma, sondern Pforten des Grauens generell haben schon größere Dinge als diese Chevrone gefressen. Wenn es hart auf hart kommt, dann setzt nicht 350 Mann aufs Spiel. Verzeiht, meine Herren, meine Dame. Was ist denn schon wieder los? Ich würde ganz gerne ein Tagebuch von euch bekommen. Ich hab euch doch erst eins gegeben. Ich hab sie durchgelesen, alle. Ihr habt so schnell meine Schrift entziffert? Ja, ja, alles von, also das, ich weiß nicht genau, ihr fangt ziemlich irgendwo in der Mitte eures Lebens an, aber die ersten Tagebücheraufzeichnungen fangen in Gareth an. Das war die Stelle mit Myria, eurer Knappen. Ihr entsinnt euch und dann durch den maraskanischen Dschungel, bis ihr dann die Gezeitenspinne eingenommen habt. Ich habe tatsächlich bis zu dem letzten Eintrag vor 5 Tagen alles durchgelesen. Nun, jedenfalls, wenn wir wieder in Zorgan sind, müsst ihr mit meiner Frau sprechen. Sie sagt, meine Schrift kann keiner lesen, aber offensichtlich seid ihr der lebende Gegenbeweis. Ha! Ja. Ihr könnt das. Gerne meine Tagebücher haben, aber ich weiß nicht, lest ihr Angram? Ja. Ja, dann, aber meine aber Tagebücher... Sucht ihr nicht nach Informationen über die blutige See? Ja, ich lese trotzdem gerne alle Tagebücher. Aber meine gehen sehr weit zurück. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter als die anderen. Und meine sind sehr explizit. Er wird also ein bisschen rot. Warum okay, schreibt dann, ihr sowas auf? Dann möchte ich eure vielleicht zuletzt lesen oder so. Ich weiß es nicht. Aber wenn ihr Informationen haben mögt, also ihr wart zwar selbst noch nie in Yazira Bat, zumindest geht das nicht hervor und auch in Janka nicht, aber ihr wart kurz vor Janka und habt wohl schon Kontakt mit diesem Unheiligtum hier in der Nähe gehabt. Ach, du meinst Kesha al-Tarif?
Nein, das meine ich nicht. Das ist der Tempel, der im Festland liegt. Aber die Tagebücher von Offizier, von dem 1O, Greifenmund, Schnattermoor, ich weiß nicht, wie ich euch nennen soll, weil ihr so auf die Namen gewechselt habt. Ihr sagt, oder ihr sprecht, auf der Gezeitenspinne hattet ihr Kontakt mit einer gewissen Romilly, die bereits etwas von Prophezeiung sprach und einem Chalvins-Thron. Und lasst mich euch sagen, dass man nicht jede Prophezeiung unbedingt so ernst nehmen muss. Gerade wenn sie von solcherlei Leuten kommt. Habt ihr vielleicht die Tagebücher von Romilly irgendwo? Nein. Also, hier sind erstmal meine ersten 40 Lebensjahre. Passt auf, das hört mitten in der Zeit auf, als Bardo Cella gerade Kaiser und Kaiserin war. Ha. Aber sehr, sehr interessant. Das hat zwar nichts mit der Blutigen See zu tun, aber die werde ich trotzdem sehr gerne lesen. Danke. Sehr gerne, sehr gerne. Ich hoffe, ihr lest gerne Landschaftsbeschreibung. Sehr gerne, ja, ja. Wunderbar. Dann wird euch das 4. und das 5. Tagebuch... Oh. Also, da habe ich meine Höhle bis auf den kleinsten Kiesel beschrieben. Er nickt freudig. Er schaut dann noch so ein bisschen verschämt zu Zulamin rüber. Sein Kopf wird wieder ein bisschen rot. Nimmt sich dann die 5 großen Tagebucheinträge von Boltax und verschwindet dann erst einmal glücklich und zufrieden. Wir sollten uns etwas überlegen. Der Mann liest mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit. Wir könnten sehr bald keine Bücher mehr für ihn haben. Nun, er soll arbeiten. Er liest bestimmt auch andere Dinge als unsere Tagebücher. Vielleicht können wir daraus Nutzen ziehen. Wenn ich das nochmal... Wir haben ihn angestellt, damit er hier arbeitet, nicht damit er Bücher studiert. Und wie euch vielleicht auffällt, bezahlen wir den Mann nicht. Nichtsdestotrotz muss er seinen Tätigkeiten Folge leisten. Was genau macht er eigentlich? Er ist Alchemist. Ich hab ihn jetzt gerade daran, einige Blätter Rieselkraut einzukochen. Ja, das ist so immer gut. Ja. Soll ich die Trollzacker jetzt schon ausladen oder wollen wir noch vorher irgendwas in der Stadt erledigen? Wenn du sie auslädst, quartier sie nicht in der Stadt ein. Wir wollen keine Zwischenfälle. Ich wollte direkt losmarschieren, damit wir keine Zwischenfälle haben. Ich würde sagen, wir übernachten in der Stadt und brechen am frühen Morgen auf. Ist es zumindest mein Wille. Kevin? Und die Trollzacker bleiben auf dem Schiff? Ja, warum nicht? Die tun das, was Rafim ihnen sagt. Nun gut, sie werden genug Landgang haben, dann bleiben sie wohl auf dem Schiff. Außerdem, ich werde auch noch eine Ansprache heute machen. Wollt ihr dabei sein? An die Trollzacker? Ja, ich muss ja ein bisschen motivieren, die Männer und Damen. Ja, ich komme natürlich mit, immerhin bin ich ja... Ja, Zulamin muss auch auf jeden Fall dabei sein, damit die wissen, wen sie beschützen müssen. Und der Rest von euch kann auch gerne kommen. Und warum nicht? Natürlich, wenn der König spricht. Dann aber sofort. Ich möchte mich doch ganz gerne bald zur Ruhe betten. Ich muss erst noch was in der Stadt kaufen, aber das dauert nur eine halbe Stundenglas, schätze ich. Mhm. Hervorragend. Ich werde dann schon mal in einer halben Stunde. Oh ja, bringst du ein Opfertier mit? Eine sehr gute Idee. Dann brauche ich doch vielleicht 3¼ Stunden. Nein, ihr könnt an Land opfern. Währenddessen könnt ihr schon erkennen, wie die Hafenmeisterin auf euch zugetreten ist und dann geduldig am Kai wartet. Auf sie zugehen. Wenn der Teilmeister sie nicht dazu aufmacht, dann würde ich... Ja? Ja, du siehst, dass er wohl gerade hinter einem Backkatzen hinterherläuft und versucht, sie ins Wasser zu treten. Aviander versucht, ihn so ein bisschen festzuhalten, also das Übliche an Chaos. Zahlmeister, wenn ich das sehe, gehe ich darüber. Was tut ihr da? Sie hat mich gekratzt. Das ist Meuterei. Das interessiert mich nicht. Ihr werdet nicht Hand an unsere Schiffskatzen legen. Warum habt ihr überhaupt welche? Ich werde das nicht da fragen. Ich möchte zu Protokoll geben, ich möchte, dass es im Logbuch vermerkt wird. Ich bin sehr unzufrieden, dass wir Katzen an Bord haben. Zahlmeister, zu mir! Komme! Verzeihung, werte Geweihte. Ich muss arbeiten. Und er läuft los. Die Hafenmeisterin, eine Frau namens Jeroshebel Sunja Kimildia, kann dann die erforderlichen Dukaten von euch für das Schiff abpressen. Also pro Tag, den ihr anlegt, wird das wohl bei der Größe 4 Dukaten sein.
Aber dadurch, dass ihr sowieso nur einen Tag anlegen wollt, Vorräte auffüllt und dann weiterfahrt, wird das sicherlich eure Kasse nicht so sehr stark belasten. Ja, ich würde dagegen zeichnen, die erforderlichen Dukaten noch rüberwachsen lassen und hier, so dann die Wisch dann den Zahlmeister andrücken. Das ist eure Aufgabe, nicht meine. Ich weiß. Verzeiht, ich... Kümmert euch nicht um die Katzen, kümmert euch um das Kontor, um Zahlungsmittel. Jawohl, so verstanden, Kapitän. Alles muss man selber machen hier. Kapitän, ich würde dann jetzt eben was einkaufen gehen. Ich bin in einem Stundenglas wieder da. Natürlich. Ich würde mal sehen, dass ich uns eine Herberge auf festem Boden besorge, ja? Dann treffen wir uns in einem... Wollt ihr vielleicht die Gelegenheit nutzen und die Wirtin fragen, was es Neues aus Sianka gibt? Wollt ihr nicht Heißes. Mitkommen? Ja, nimm Diamantis mit, der kennt sich gut mit sofort aus. Guter Plan, ihr beide habt dafür mehr Nerven als ich. Dann komme ich mit und suche ein gutes Opfertier aus, dann geht das auch schneller. Ja, Boltax, dann komm du mit mir mit, dann gehen wir einkaufen, dann hören die diese Wirtin da aus. Ja. Wunderbar, aber mir, mach was du willst, du bist ja der Kapitän. Natürlich. Du merkst, wie Rafim seine Hand ganz offensichtlich aufhält. Ich würde mal einen Schuldschein überreichen. Setz die Summe selber ein. Ich weiß nicht, was ein Opfertier kostet, Boltax, aber wir finden schon was. Ja, Boltax. Zahlt nicht zu viel. Nein. Vielleicht. Wisst ihr, da wo ich herkomme, bezahlt man mit seinem guten Namen. Nun ja, in Tobrien steht nicht mehr viel, oder? Genau, aus Weiden. Darüber haben wir doch gesprochen. Da, wo ihr herkommt, gehört euch vermutlich alles, oder? Nein, mein Schwertvater war ein Landritter. Aber ich dachte, ihr seid adelig? Da besitzt man doch Land, üblicherweise? Nun, selbstverständlich. Mir besitzt ein Rittergut. Das ist ein Gutshaus und ein Dorf und vier kleine Weiler. Es ist bei weitem nicht alles. Ach. Beiden,